Schmerz, das ist Schwäche, die den Körper verlangt. Niederalpen 405. Kann nicht wahr sein. Ja, doch, das kann schon wahr sein. So, sind wir bereit? Du schaust doch da bereit aus. Hast recht, du schaust schon, was im Teufel ist da heruntergekommen aus. Wie kann das sein? Hallo und Grüße, ja, aus. Das ist jetzt eigentlich gut. Wo sind wir überhaupt? Niederalpen, ne? Wir stehen am Ausgang vom Rodeltal und wollen heute auf die Hohe Feitsch und da nehme ich einfach mit, weil sonst wird das nämlich nichts mehr mit dem Sonnenuntergang, weil Azrael, der wird zwar sicher Großes leisten, aber die 2 Stunden 30, die angeschrieben sind, das geht sich nicht aus. Schau doch einmal den ersten Rastplatz wieder, ich finde das super. Ja. Wir werden aber nicht rasten, du hast jetzt die ganze Zeit im Auto gerastet. 1,5 Stunden Anfahrt waren es. Die Öpf sagen Forststraße. Im Winter ist es eine Froststraße. Aha. Aber die Buchstaben werden nicht austauscht. Gut deine, ja? Schön. Aber schön angeschrieben alles. So, Azrael, es beginnt bergauf zu gehen. Mhm. Das ist ein gebräuchlicher Markierungsort. Redwander Warschlappen? Ja? Ja, da hätten wir auf der Vorstraße auch anfangen können. War ich nicht dafür gewesen. Wenn du auf die Karten geschaut hast, hättest du das auch gewusst. Ich sag immer, dass du dich an der Tourenplanung beteiligen. Ja, das ist dann zum ersten Mal Latschen wachsen. Genehmigen wir uns halt an, ne? Ich bin ja dran. Boah, also. Das Wichtigste habe ich gerade heute noch mitgenommen. Ein Schnaps? Ich habe halt extra gesagt. Das sind die gemein. Kein Bier kriege ich, kein Schnaps kriege ich. Ich bin halt nicht gemein. Ich halte dich gesund. Wenn deine Eltern geraucht haben, hast du auch gesagt, was da alles in deine Lunge einbringen hat müssen. Ja, ich Schnaps auch nicht. So weit kommt schon, dass du beim Schnaps auch drauf kommst, dass das für den Morgen nicht gut ist. Ach, nur für die Leber. Ah. Und die 5 Minuten Pause sind schon wieder vorbei. Ja, da haben sie wieder. Landjäger. Und da? Sensationell, ja, bitte. Der Pausenwurst, das bietet sich genau an. Bist du bereit? Ja, aber ich mach das. Du willst nur das Elend filmen. Und das kommt erst. Das, was sich da rechts vor uns auftürmt, ist der große Wildkamm. Ja.
Ah ja. Wie lange hat es gedauert, bis der Wind einigermaßen nachlässt? Da ist zwar jetzt dunkel, aber dafür kann ich ein bisschen was reden. Wir kommen jetzt zur Gingratswiesen und dann kommt der Schlussanstieg auf die Hohe Feitsch. Ja, Gingertswiese. Abzweigung da oben. Für uns ist das unser Abstiegsweg in den Sonnenuntergang später dann. Ja, so eine Abendtour hat eine umwerfende Atmosphäre. Sollte jeder einmal probiert haben. Aber auch die Lichtstimmung, gell? Sehr cool. Die Höhe 1880 heißt da, dass wir 100 bis zum Gipfel sind. Bergfrei von der Hohen Feitsch. Ah, so hell. Super schön. Gratuliere. Das kann nicht wahr sein. Ja, doch, das kann schon wahr sein. Ich habe alles nur auf Zeitraffer gefilmt die ganze Zeit. Ja, das ist, weil der Berg sonst langsam war. Zum Glück habe ich aber auch noch nicht gemacht. Ein paar 30 Sekunden Clips. Also jetzt haben wir Sturm und Toast am Gipfel fressen, da haben wir auch, das ist mir günstig.
Sonnenuntergang gibt es dann hoffentlich ein paar schöne Aufnahmen. Schauen wir, ob da hinten irgendwas untergeht. Was da geht, naja, da geht nur mehr die Welt unter. Ja. Sonnenuntergang ist sie von deswegen nicht ausgegangen, weil nämlich am Horizont leider Bewölkung war. Genau. Keinesfalls deswegen, weil der Asel jetzt langsam war. Vollkommen richtig. Ich habe das nämlich absolut bravourös gemacht. Ja, wir genießen jetzt noch ein bisschen die Gipfelimpressionen und dann irgendwann einmal absteigen in Richtung Niederalpe wieder. Ja. Allerdings über die Sohlenalm und über den Sohlengraben. Ja, schöner Blick war es ja, aber es ist sehr windig und deswegen machen wir uns wieder am Abstieg. Israel, geh voran! Wir müssen nicht zum Wegweiser absteigen, sondern wir können direkt gerade umgehen, gell? Aber schwörst du von der Karte? Ja, das glaube ich. Das ist zwar nicht mehr, aber von der Karte kann man. Es ist eine lustige Atmosphäre. Gerade noch im Abendlicht erkennbar zur Sohlenalm und zur Niederalm ohne Zeitangabe. 06A, die Alpin-Variante vom Mariazellerweg. Voll mit uns, oder? Sieht man die? Ja, tatsächlich. Da sieht man die. Ja. Weißt du, mein Handy likest. So da. Kannst du entziffern, was auf dem Wegweiser steht? Niederalpe. 405. Na, sehr gut. Ort Niederalpe. Na ja. 1,45 sagt er da. Ja, da nicht. Sondern da. 405 zurück, abweichend zum Anstiegsweg. Eine coole Gegend da, gell? Ja, ein Bründel. Eine von mehreren Quellen, die es da gibt. Ja, sicher ist das schick. Die Hände ein bisschen waschen. Ah, ist das angenehm. Die einzige Gelegenheit, wo ich tatsächlich stilles Wasser trinke. Ja? Weil das schmeckt echt gut. Aha, ja, es trinkt so anders. Gehen wir weiter. Orografisch links, ne? Orografisch? Links? In Fließrichtung links. Fließrichtung ist aber da. Aber okay, okay, aber da, da weil wir stehen, dabei stehen wir links davon. Also das ist. Es tut mir sehr leid, das ist nicht sehr stich heute. Ich bin noch neidisch. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Worauf soll die als Einhorn neidisch sein? Der Meer ist auch Hornhut. So was wie Horn nicht gibt es nicht, außerdem du kennst ja Unus Satis. Eins reicht. Ja, im Gruselwald sind wir da. Aber ziemlich kahl herunter, gell? Überall, wo kein Licht dazu kommt, hat das außer Betrieb genommen, die Äste. Irgendwo haben sie auch schon. Aber gut gepflegt, da gibt's nichts, gell? Man merkt, wir kommen in die Nähe einer Alm, hä? Achtung, Weidefisch, hä? Mhm. Oh. Du darfst das saufen, was die Kühe auch saufen, Rosser, schau. Also, Israel, erfrische dich. Ja, 405, der Führer, wir sind in die falsche Richtung, oder? Wir fühlen uns jetzt betrogen. Niederalpe. Niederalpe-Ort. Eine Stunde, na gut. Ort Niederalpe. Gehen wir da drin, oder? Ja? Okay. Sehr cooler Markierungsbaum. Was? Ja, ja, ist er weg. Aber er ist da, oder? Du folgst den Erdbeerweg.
Also, wir sind inzwischen am Forstweg. Der Abstieg in den Sohlengraben, sage ich ganz offen, ist nicht zu empfehlen. Erstens einmal in der Finstern praktisch nicht zu finden, weil nämlich auch Markierungen zum Teil falsch liegen. Und das andere Problem ist, dort wo die Markierung eindeutig richtig ist, geht es zwar runter, aber das ist Mondlandschaft mit umgestürzten Bäumen, was das über sollen. Und der Weg, ja, sehr gefährlich in Wahrheit. Streckenweise ausgewaschen, du hast ein bachiges runterrennt. Also wir haben beschlossen, wir steigen jetzt auf den Forstweg, zwar mit einem Umweg von einem guten Kilometer in Richtung Niederalpe ab. Dort ist wenigstens sicher. Also den Abstieg über den Sohlengraben kann man sich sparen. Kann sich keiner besonderen Fauna und Flora oder sonstigen Reizen irgendwie rühmen. Auch keine hübsche Sennerin, gell? Da hat man einen Wegweiser, der zur Sohlenalmwaffe weist. Da sollten wir eigentlich runterkommen über diesen Weg da. Ich weiß halt nicht, wie das vernünftig geht aktuell, aber gut. Vielleicht hat er irgendwie eine Erfahrung mit dem Steigerl. Dann soll er was in die Kommentare schreiben. Ein Schranken, schau. Nein, das sollte eigentlich unten sein. Vorstraße, öpf, Ausfahrt. Ist die nicht schon gewesen, die Ausfahrt, wenn die das sehen? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon, gell? Der Asphalt hat uns wieder. Das ist jetzt ausnahmsweise geplant. Der hätte uns sowieso gehabt für diese 200 Meter da jetzt. Die Erde hat uns wieder. Rudeltal, Hohe Feisch 230, magst du nicht noch einmal aufgehen? Ja, na sicher. Wir haben gesagt, Israel, Schmerz. Das ist Schwäche, die den Körper verlangst, oder? Ich glaube, ich bin der stärkste Mensch der Welt. Du schaust gezeichnet aus. Schön war's. Schön war's. Ja, also ich glaube, zum Abstieg ist alles gesagt. Ansonsten eine schöne Tour, ein großartiges Erlebnis. Ein bisschen anstrengend. Oder wenn der Abstieg so gehabt hätte, wieder Anstieg, dann wäre eigentlich alles super. Dann wäre alles super gewesen, ja. Du hast immer noch kein Sprecher. Nein. Oh. Leider. Ja, Israel hat darüber gebrütet, wie er seine Haxen behandeln kann, aber leider nicht, was er für ihre Sprüche auf dem Schluss hat. Und von daher heißt es nicht mehr, ich bin gerade dabei. Du bist Israel. Und vielleicht sieht man sich mal bei einer anderen Tour. Da stehst du schon beim Stehen. Ja. Ich warte, dass du das nicht überlebt hast. Da am Berg aufgeht, das ist das Phänomen, ist auch unter dem Namen Gebirge bekannt.